Herzlich willkommen im völlig verschneiten Kyoto. Guckt euch das an, das ist ein Bild für Götter. Dranbleiben, wir laufen schön bei fettem Schnee durch im Grunde eines der berühmtesten, wenn nicht das berühmteste Viertel in ganz Kyoto. Herzlich willkommen im traditionellen Viertel Kyotos in Gion. You're from Canada? This is normal for me. Oh, for you it's normal. Okay, here we go. Okay, cool. Okay. Seht ihr mal. So schnell verwickelt man sich selbst in ein Gespräch. Das glaubt kein Mensch, das ist der Wahnsinn. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist halt wirklich selten, dass es so schneit. Das ist ein Bild für die Götter. Das ist, warum ich hergekommen bin. Und wir machen jetzt noch einen Abstecher in Kyotos ältesten Park, den Maruyama-kuen. Das ist der Wahnsinn. Und damit herzlich willkommen bei EDZM, eurem Kanal rund ums Reisen, Leben, Motivation und allem Kram, der mir so einfällt, Freunde. Wer es nicht mitbekommen hat, in Kyoto geht heute die Welt unter. Es hat aus dem Nichts angefangen zu schneien wie Sau und ich habe mich dazu spontan entschieden, einfach mal ein Walk-Video für euch zu machen und laufe durch Kyoto. Schaut euch gerne den ersten Teil des Videos an, denn ich bin bis hierher gekommen und werde jetzt von hier zum Yasaka Jinja laufen, also Kyotos berühmtesten Schrein. Ich bin aufgeregt wie Sau, ich bin nass wie Sau, es ist kalt wie Sau, es ist einfach nur verrücktes Wetter und ich würde sagen, wir gehen jetzt von hier weiter ab zum Yasaka Jinja. Wir haben ungefähr 60% des Weges geschafft. Ab geht's. Okay, Freunde, ich entschuldige mich, genau wie beim ersten Video, für eventuell schlechte Tonqualität, für eventuell komische Videoglitches oder was auch immer. Ich entschuldige mich für eine nasse Linse, die ich ab und zu mal abwischen muss. Aber man muss wirklich sagen, Kyoto befindet sich im Ausnahmezustand. Es spricht für sich selber. Es hat vor ungefähr einer Stunde extremst angefangen zu schneien. Die Leute haben echt Probleme, irgendwie ihren normalen Alltag zu bewältigen. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ein Haufen Feuerwehr- und Polizeisirenen. Es ist wirklich ungelungen Ausnahmezustand. Teilweise gab es brachiale Sturmböen. Guckt mal im ersten Video vorbei. Der Sturm hat sich jetzt etwas beruhigt, sodass wir hier ganz entspannt laufen können. Aber wie gesagt, ich bin deshalb auch schon ein bisschen angeschlagen, durchgenässt. Es ist kalt wie Sau, aber es ist auch extrem geil. Ich bin mega gehypt, ich habe ultra gute Laune. So ein schönes Kyoto sieht man selten. Und ich heiße euch wirklich herzlich willkommen zu diesem Walk-Video. Und ja, hoffe euch gefällt's. Ich werde mein Bestes geben, dieses Video ja so unterhaltungsmäßig wie möglich zu gestalten. Aber es ist wirklich nicht einfach, bei den Bedingungen zu filmen. Ich weiß auch nicht, wie lange mein Telefon und mein Gimbal noch durchhalten. Hab leider nicht so viel Einblick darüber gerade, was da noch kommt. Es bleibt ein Abenteuer. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir gleich auf der Hauptstraße ankommen, wo richtig viele Leute wahrscheinlich sind. Und dann über die Brücke gehen, geradeaus zum Yasaka Jinja. Also ja, im Grunde Kyotos berühmtestem Schrein. Und den will ich mir gemeinsam mit euch mal im Schnee angucken. Da natürlich dann fleißig fotografieren und euch auch die Fotos dann später präsentieren. Und euch einfach mal auf die verschneite Reise durch Kyoto mitnehmen heute. Ich bin, wie gesagt, gehypt, gut gelaunt. Ich bin im Abenteurer-Entdecker-Modus. Mich kann heute nichts mehr fertig machen. Ich ziehe durch. Für EDZM, für den Kanal, für mich, für euch. Ich habe mir auch eine ganz besondere Route ausgesucht. Und zwar laufen wir ein bisschen durch die Seitenstraßen, deswegen sind hier auch nicht so viele Leute. Ich wollte einfach für euch mal ein bisschen die Vibes einfangen. Wie ist so das Feierabendleben in einem spontan völlig verschneiten Kyoto? Ja, guckt euch das an. Das ist Wahnsinn. Wir laufen hier durch eine ziemlich traditionelle Straße. Da gibt es viele Ryokans und teure Essensläden. Freunde, ich freue mich natürlich über Daumen nach oben für meine Einsatzbereitschaft hier zumindest, sage ich mal. Ich freue mich über euren Support. Oh, die Frau ist gerade ausgerutscht. Ja, gerne das Video mal liken, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Freue ich mich drüber. Und auch euch hier, die ihr euch das zweite Video anguckt, für euch will ich auch noch mal ganz kurz hier auf die Brücke gehen. Herzlich willkommen im völlig verschneiten Kyoto. Das ist das große Theater in Kyoto. Dort finden
Vorstellungen statt mit berühmten Schauspielern teilweise. Der Kamogawa, der größte Fluss Kyotos. Es ist ein Wahnsinn, ihr könnt es euch nicht vorstellen. So ein verschneites Kyoto ist wirklich selten. Und wir gehen jetzt über diese Brücke ins Gion-Viertel. Das hat der ein oder andere vielleicht von euch schon mal gehört. Das ist das traditionellste Viertel Kyotos, könnte man es nennen. Dort leben Geisha und Maiko. Und da gehen wir rein, das gucken wir uns an. Das Viertel hat im Grunde schon da hinten begonnen. Da ist nämlich das sogenannte Miyagawa. Okay, jetzt kommt der Todesstoß. Jetzt kommt der Todesstoß, Freunde. Jetzt kommt der Todesstoß. Schnell weg hier. So hype, Mann. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. So, Freunde, wir gehen jetzt sozusagen hier rein. Seht ihr dieses Schild da, dieses weiße Schild im Hintergrund? In diesem Hostel habe ich vor ungefähr 10 Jahren oder 11 Jahren mal übernachtet. Das gibt es immer noch. Und das hier ist das Miyagawa-cho. Das ist schon im Grunde das Gion. Wir gehen aber jetzt hier rein und dann links zum Yasaka Jinja. Also dranbleiben, wir laufen schön bei fettem Schnee durch im Grunde eines der berühmtesten, wenn nicht das berühmteste Viertel in ganz Kyoto. Es ist so geil, Leute. Ich bin so hyped, Mann. Könnt ihr das glauben? Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Das ist so ein seltener Anblick. So, jetzt geht's gleich los. Die Ampel wird rot. Jetzt können wir gleich gehen. Es wird jetzt wahrscheinlich, wenn wir da reingehen, ein bisschen voller werden, ein bisschen enger werden. Das heißt, ich werde ein bisschen näher ans Telefon rücken, damit ich nicht so laut schreien muss. Und wir müssen wesentlich mehr aufpassen auf andere Leute, dass wir hier auch die Leute respektieren und natürlich auch den Abstand. So. Hey, ich freue mich jetzt schon so aufs Fotos machen. Ich freue mich jetzt schon so aufs Fotos machen. Das Ziel ist in greifbarer Nähe, denn hinterm Gion-Viertel liegt auch schon der Yasaka Jinja. Das heißt, wir sind dem Ziel relativ nah. Von hier sind es ungefähr 10 Minuten Fußmarsch, in denen wir nochmal höllisch aufpassen müssen, weil es hier extrem eng ist. Ich entschuldige mich, wie gesagt, für eventuell merkwürdige Kameraführung, Ton und sonstige Sachen. Aber unter den Bedingungen, die ich habe, gebe ich wirklich das Beste hier raus, Freunde. Ich glaube, das Gimbal ist aber auch langsam eingefroren. Das ist auch schon mega nass. So, Totenstille, ihr merkt's. Ja, man muss halt seine Seitenstraßen kennen, Freunde. Ne? Wenn man sich in Kyoto ein bisschen auskennt, lebt er jetzt inzwischen über 2 Jahre hier, dann kann man gut rocken und ein bisschen die Massen vermeiden. Guckt euch das an.
Das ist ein Bild für Götter. Das ist eine Szene, Junge. Kann ich nur schweigen. Das ist der Wahnsinn. Da vorne am Ende der Straße, links, liegt die Hauptstraße des Gion. Das kennen vielleicht viele von euch, haben mal im Reiseführer, habt ihr das vielleicht mal gesehen. Ihr wart sogar vielleicht schon mal hier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das hier alles kennt, ob ihr hier schon mal wart, ob ihr mal Kyoto im Winter so gesehen habt. Das würde mich interessieren. Was euch besser gefällt, Kyoto im Sommer oder Kyoto im Winter? Ich finde beides ziemlich geil und da Kyoto im Winter ziemlich heiß wird, muss ich wirklich sagen, der Winter ist eigentlich geiler. Aber nur, wenn es halt auch richtig schneit, was halt nicht so oft passiert. Schreibt es mir gerne mal rein, wie ihr darüber denkt. Ey, ich bin so hyped. Ich habe so Bock, nach den Walk-Videos zu fotografieren. Bleibt dran, denn euch erwartet ja eine wunderschöne Kulisse im Yasaka Jinja. Der Yasaka Jinja im Schnee ist eine wirklich schöne Kulisse und zum Greifen nah im Grunde. Jetzt kommt die Hauptstraße des Gion. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, Freunde. Ich drehe mal die Kamera um. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist halt wirklich selten, dass es so schneit. Und heute hat wirklich alles zusammengepasst mit dem Timing. Wartet mal, auch von mir nach der Schule kurz nach Hause gegangen, die Kamera gegriffen und dann los. Ich bin also auch schon ein bisschen aufgeregt. Hey. Nice. Es ist nicht so voll, wie ich dachte. Ah. Wahnsinn. Herzlich willkommen im traditionellen Viertel Kyotos in Gion. Das ist der Wahnsinn. Crazy. It is crazy. I'm from Canada. You're from Canada? Yeah, this is normal for me. Oh, for you it's normal. Did you go to Yasaka Jinja? Well, no, I went like around 4 o'clock when it's still fall and it melts. And you can see all the water is dripping and you can see the sunshine. Now I just come back home from the dinner. Maybe you can go to Kiyomizu-dera. Do they open at night? They don't, but the scenery itself is beautiful. And they have this huge gate and from there you can get a view all over the city. And you don't have to pay entrance, it's open all the time. It should be really beautiful, not many people. You can get a nice night walk there. Where is it exactly? It's right there. Kiyomizu-dera. Do you know how you have a photo of this? Oh, from you? Yeah, of course. Okay, here we go. Okay, cool. Enjoy the time, it's very rare. Take care. Ja, seht ihr mal. So schnell verwickelt man sich selbst in ein Gespräch. Ich bin wieder back, Freunde. Vielleicht habe ich hier auch einen kleinen Cut gemacht. Da musste ich kurz mal fragen, beziehungsweise mich unterhalten. Weil er meinte, ja, das ist verrückt. Und ich dachte, ey, dann nutze ich gleich mal die Chance, gebe ihm vielleicht einen Tipp oder sowas. Schien so ein bisschen so zu sein, dass er ja, vielleicht hier einfach nur rumreist. Nicht jeder lebt ja hier, der jetzt gerade hier ist. Deswegen bin ich auch immer offen, so Leuten vielleicht einfach so einen kleinen Tipp zu geben, wenn ich merke, ja, die haben auch Bock, dass man mit denen redet. Und der war ja sehr gesprächig, ich habe dir gemerkt. Guck mal hier. Das ist doch schön. Guckt euch das an. Im Gion ist es so, Freunde, dass ihr nur auf den Hauptstraßen filmen dürft.
Das war die Straße, in der wir gerade waren. Diese Straße hier. Ihr dürft nicht in den Seitenstraßen filmen. Das ist ausdrücklich verboten. Und ja, es ist auch immer gut, wenn man sich daran hält. Weil es im Grunde sonst dazu führt, dass es zu viele Verbote gibt. Ja? Deswegen ist es immer gut, wenn man sich daran hält, wenn wir uns alle daran halten, dass da nicht so viel Blödsinn passiert. Weil es ist immer schade, wenn dann nachher alles immer verboten ist. Und ich meine, guckt euch das an, das wäre doch schade, wenn man hier irgendwann gar nicht mehr durch kann. Deswegen ist es immer gut, wenn man ein bisschen mit Respekt unterwegs ist. Guckt euch das an. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil ich jetzt hier nicht weiß, ob es verboten ist. Es ist kein Schild da, aber ich bin vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig. Wir sind einen Katzensprung vom Yasaka Jinja entfernt. Vom Yasaka Schrein. Und... Oh, wir müssen aufpassen hier. Junge. Die Leute ballern hier aber auch durch, Alter. In dieser Straße gehen wir mal durch. Ich will euch mal was Kleines Typisches von Kyoto erzählen. In Kyoto ist es so, dass es gibt in Kyoto so ein kleines Gesetz, könnte man sagen. Das ist schon ziemlich alt und da geht es darum, dass man in viele Läden, die es in Kyoto gibt, nur mit einer Einladung reinkommt. Also nur wenn einer, der dort schon im engeren Kreis Mitglied ist, einen einlädt, dann kann man da Zutritt bekommen. Das ganze System ist ein bisschen aufgeweicht mit den Jahren, aber es gibt es immer noch. Und gerade im Gion gibt es einige Geschäfte, in die man echt nur reinkommt, wenn man da sozusagen zum inneren Kreis gehört. Und das ist was ganz typisch für Kyoto ist. Das gibt es sozusagen in Kyoto. Und das finde ich ein ziemlich interessantes, altertümliches Prinzip. Sozusagen, hey, das ist hier ein Laden, der nur für so einen inneren Kreis von Menschen ist. Das ist irgendwie interessant. Vielleicht auch ein bisschen elitär, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. So, jetzt wird der Schnee aber sehr unangenehm, sehr nass. Und hier auf der rechten Seite ist schon der Yasaka Jinja. Wir sind sozusagen am Ziel angekommen und gehen in den Yasaka Jinja rein. Das glaubt kein Mensch, das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich nachher hier Fotos machen soll. Das ist ja... Du hast ja die Kamera nur nass die ganze Zeit. Auweia, guckt euch das an. Alle wollen Bus fahren, nur wir nicht, wir laufen. Boah, also hier ist auch gefährlich jetzt. Hier ist der Boden richtig glatt. Und da ist er schon. Guckt ihn euch an. Auch heute wieder. Majestätisch, episch, thront er auf seiner Treppe, der Eingangsbereich zum Yasaka Jinja, Kyotos berühmtestem Schrein, im Schnee. Das ist ein Bild für die Götter. Und da geht's jetzt rein, Freunde. Seht ihr, andere Fotografen sind auch unterwegs. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir müssen irgendwie auch mal gucken, dass wir nachher noch die Kamera rausholen und ein paar gescheite Fotos machen von der geilen Szenerie.
Das kommt ja wirklich jetzt für mich das letzte Mal vor, bevor ich Japan verlassen muss. Nach 3,5 Jahren dann irgendwann mal, wahrscheinlich. Wahnsinn. 3,5 Jahre werden es dann sein. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, wir wissen es ja nicht. Jetzt sind wir hier, jetzt nutzen wir die Chance. Guckt euch das an. Herzlich willkommen im Yasaka Jinja. Und guckt euch das hier an. Ups, sorry. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Nur wenn du es gesehen hast. Das ist einfach nur schön. Ich bin vereist, mir ist kalt und das ist die Bezahlung. Das ist, warum ich hergekommen bin. Ich bin gerade echt. Ich bin echt. Das ist schön. Ich bin nicht so fokussiert gerade. Das ist einfach schön. Und jetzt sind wir im Hauptareal des Yasaka Jinja angekommen. Oh, da kommt auch ein Fotograf. Also wir sind nicht die Einzigen, die fotografieren heute. Guckt euch das an. Das ist es. Das ist, warum wir hier sind. Da ist es. Das ist der Wahnsinn. Und wir machen jetzt noch einen Abstecher in Kyotos ältesten Park, meinem Lieblingspark, dem Maruyama-kuen, der sich immer hinterm Yasaka Jinja befindet. Es ist ein Traum. So ein Traum, guckt euch das an. Ey, ich hole hier gleich die Kamera raus, ich kann nicht mehr. Hier werden heute Fotos geschossen, Freunde. Das hältst du ja nicht aus. Ich habe überlegt, ob ich auf dem Rückweg noch ein Walk-Video mache. Ich glaube, das wird eher in Fotos enden. Herzlich willkommen im Maruyama-kuen,
Kyotos ältesten Park. Ich habe ein Déjà-vu von letztem Jahr. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Ich bin glücklich. Ich sag euch, wie es ist. Das sind alles Kirschbäume, die ihr hier seht. Hier ist noch keiner gelaufen. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Ich bin einfach glücklich. Freunde, ich bin einfach glücklich. Wir sind im Maruyama-Koen. Damit endet dieses Video. Ich bin froh, dass ihr dabei gewesen seid. Gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich fange jetzt noch an, ein paar Fotos zu machen. Und dann ist für mich der Rückweg. Macht's gut. Ciao.